Moin Moin, hey, willkommen zurück bei Mafia 2 und wir müssen ein der wenig Gas geben. Dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir eine heben. Nein, wirklich. Sei lieber still, dann sparst du deine Kräfte. Habe ich mal in einem Film gehört. Ach ja? Was ist mit dem Mann im Film passiert? Er ist krepiert. Abgekratzt. Ja. Mann, du fährst ja wie meine Großmutter. Schnauze. Ein Fahrzeug wird von der Polizei gesucht. Denn sind haufenweise Bullen, also Fahrer, vielleicht immer einen Meter lang. Wir sind zu einem Arzt, damit Henry nicht komplett verblutet oder so. Naja, oder. Unter uns sind Bullen, die doch nicht sehen. Nö, tun sie nicht. Wir haben nur eine gewisse Zeit drin. Das ist schlimm, ey. Also die Zeitstrecken sind hier immer recht knifflig zu fahren. Ich glaube, die Mission war halt auch eine Demo und da war hier eine Brücke Schluss und war hier eine. Wir müssen die Bullen abschütteln. So schnell ich kann, verdammt. Das ist aber nicht schnell genug. Mach dich locker, Mann. Ich habe ein Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Fahr mich zu El Greco, verdammt. Hey, Vito, gib Gas. Würde ich ja gerne. Weg da. Ich fahr schneller, wenn du endlich die Klappe hältst. Ich schwitze wie eine Hure im Beichtstuhl. Das ist ein absoluter Spruch, ey. Also, wer ist der Typ eigentlich? Welcher Typ? Der, zu dem wir Henry bringen. El Greco? Ein Arzt. Ich bin ein paar Kröten und er fliegt dich zusammen. Ohne lästige Fragen. Zu dem Kerl geht man, wenn man nicht ins Krankenhaus kann, du Chemie. Warum sollte man nicht ins Krankenhaus können? Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst, rufen die doch sofort die Bullen. Ja. Stimmt. Und El Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche. Du wirst ihn aber wohl nicht brauchen, Vito. Bei dir verheilt es immer sehr schnell. Muss an deiner Ernährung liegen. Ich weiß auch nicht, warum es so schnell verheilt. Könnte daran liegen, dass es ein Computerspiel ist und das hier ziemlich crazy ist. Hey Henry, nicht einschlafen, halt durch! Ja. Halt durch, Kumpel. Wir sind gleich bei El Greco. Ich kann jetzt schon das Luftflug gerichten. Komm schon, Vito, bei dem Tempo sind wir ja zu Fuß noch schneller. Ist das immer ziemlich ätzend, PO vergessen zu starten. Scheiße! So, Nein, nicht die Bullen, nicht die Bullen. Bevor bei El Greco oben reinfahren, musst du sowieso die Bullen abgeschüttet haben. Und das wird ziemlich scheiße, wenn die jetzt hinter uns her sind. Weil hier die Bullen recht schnell loszuwerden und dann mit der Zeit. No deal. Drück auf die Tube, sonst verreckt Henry noch. Schnauze. Kannst du ihn beerdigen? Oh nein, nicht die Bullen, nicht die Bullen, nicht die Bullen. Ah, puh. Man sieht, diesen kleinen Bullometer, sag ich einfach mal so. Vito, das ist das Haus. Park direkt davor. Großes Haus? Da ist die Einfahrt, okay. So, wir haben es geschafft. Henry ist beim Doc. El Greco, der Arzt? Nein, ich bin El Greco, der scheiß Maler. Unser Freund braucht Hilfe. Er verblutet. Danke, Doc. Sie haben was gut bei uns. Schafft ihn rein. Macht schon. Wartet. Hier für dich, für den Job. Nimm es. Das kann doch warten. Na gut. Hey, danke für alles. Halt die Ohren steif. Nur ein Kratzer. Ich bleib bei Henry. Wir treffen uns dann bei mir. Gut. So, wir haben Henry abgeliefert und jetzt soll ich meine, du hast genug Geld, um die Schulden deines Vaters zu tilgen. Besuche deine Schwester, nicht mit der Karre, weil die wird noch gesucht. So, dann gehen wir mal zu dem alten. Oh, du bleibst stehen. Karre, stopp. Stopp. Hey, raus aus dem raus da, verdammt. Auto. Nee, ich wollte sagen, die Bullen fahren genau wieder in der Sekunde lang, oder? Oh nein, er bringt uns alle um! Ich bringe hier keinen um, ich will nur das Auto haben. Okay, vielleicht bringt doch den einen anderen. So, jetzt haben wir ein anderes Auto. Die Bullen suchen uns nicht mehr. Unser Stoßstange hängt um Boden rum. Apropos Bullen, da fahren sie gerade lang. Hui, Speed Limit 40. Ja, das ist hier auch definitiv angebracht für diesen rutschigen Straßen. Wow. Erst will ich hier durch. So. Einmal Richtung Haupttown. Nur einmal zu meiner Mutter, beziehungsweise zu meiner Schwester, wie auch immer. Und, ja. Dann liefert er Kohle ab und dann geht's weiter. Dann mal gucken, was so passiert.
kann dann durchaus alles möglich passieren. Erstmal gucken, dass Henry wieder gesund wird, beziehungsweise dass sein scheiß Bein wieder in Ordnung wird. Vaterbulle. So, ich habe mal gerade wieder den sicheren Fahrspaßmodus eingestellt und hier ist schon das Zuhause der Familie. Irgendwo hier hinten in die Gasse rein. Huch, nee, ich wollte hupen. Oh, sorry. Weg da. Ja, genau, hier. Ist ja auch noch was Spannendes am Fenster? Nee, hier gibt es nie was Spannendes am Fenster. Warum nicht? Skeletta. Vito, hey, wie geht's dir? Psst, nein, nein, ich bringe euch nur das Geld, um Papas Schulden zu zahlen. Oh, Vito, das ist toll. Ich wollte sehen, ob ich's nicht in Raten abstottern kann. Ein bisschen was habe ich schon zusammen. Er würde uns doch nichts tun. Da wäre ich nicht sicher, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wo hast du das viele Geld her, Vito? Du hast doch nichts getan, was dir leid tun müsste. Hey, keine Sorge, alles bestens. Danke, Vito, danke. Schon okay. Ich hau wieder ab, ich will nicht, dass Mama mich sieht. Sie wird auch fragen, woher das Geld ist. Keine Angst, ich lass mir was einfallen. Okay. Gib ihr einen Kuss von mir. Mach ich. Pass auf dich auf, Vito. Ah, 2000 Geld weniger. Aber egal, die Schulden unserer Schwester bzw. unserer Mutter sind getilgt. Das ist schon gar nicht mal so übel. Wo müssen wir lang? Ich glaube, hier lang. Hier steht unser Auto. Ja, unser Auto. Rechtmäßig erworben. Weg da. Aus dem Weg. So, fahren wir einmal Richtung Joe. Ist ja auch gleich hier vorne. Schön die Kacke in die Garage. Wenn du schlafen gehst, zunächst kapieren. Ja, da nicht wirklich viel anderes zu tun ist in der Stadt. Aber wir könnten höchstens ein paar Gunjobs abklappern oder so. Aber viel anderes ist leider nicht zu tun in der Stadt. Also gehen wir ins nächste Kapitel, würde ich sagen, oder? Das ist das Problem, was viele sehen bei Mafia und wo sie auch alle sagen, nee, das Spiel ist nicht großartig, weil es halt abseits nicht wirklich viel zu tun gibt. Außer halt ein bisschen rumzufahren und die Autos zu sammeln und alles so ein Scheiß. Mir ist es eigentlich relativ egal. Ich spiele gerne die Story und die Story ist großartig. Entwickelt sich auf jeden Fall noch großartig. So, wir gehen erstmal nach dem Essen, weil unsere Gesundheit ist gar nicht so toll. Wir trinken, ja, wir trinken ein kaltes Bier. Oh, immer gut. Immer gut und ja, Bier renegiert Leben. Alles klar. So, gucken wir uns Vito seine, gucken wir uns Joe seine Wohnung einfach mal einen Meter an, wa? Ich sagen. Überall Pin-Up Girls, hoffenweise Schnaps, auch ein anderer Kram. Sein Bett, das interessiert mich nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Das könnte seine Mutter sein und das sind ein paar Autos. Offenweise Zeitschriften und Bücher. Ich wusste nicht, dass der Typ lesen kann. Aber wird er wahrscheinlich. Egal. Relativ egal. Ja, ansonsten ist hier nicht wirklich viel. Können wir mal die Tür zumachen. Ist ja ätzend. Sonst kann man hier auch nicht wirklich viel machen. Wir können es hier nochmal umziehen. Aber das ist hoch. Nicht im Sinn des Erfinders jetzt. Obwohl, ich kann euch die Sachen einfach mal zeigen, ganz kurz. Highschool-Klamotten. Highschool-Klamotten. Ne? Also man hat einfach... Die Schuhe sind cool, das stimmt. Oh, 12 Frames, was ist hier los? Spackt Fraps schon wieder rum. Oh, ich hasse es, ich kann Mafia aktuell nicht richtig aufnehmen. Ich weiß nicht warum, ey. So, Lederjacke anziehen. 20 Frames nur noch. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Jetzt geht's wieder hoch. Und jetzt geht's wieder runter. Yay! Total geil. Oh Mann, ey. Ja, ich würde mal sagen, dann machen wir hier einen Cut. Ich hoffe, er hat gespeichert, als wir das Geld abgegeben haben bei der Mutter. Weil ich weiß nicht, was jetzt den nächsten Tag passiert und ich möchte... Ist egal, komm. Irgendwann ist das Bett und beenden damit die Folge bzw. Episode und starten. Jetzt speichert er, okay. Kapitel 6. Gut genutzte Zeit. 26. Februar 1945. Little Italy. Ja, wer bist du?
war ins Gesicht. Ja. Entweder andere Familie oder Bullen. Und ich glaube eher Bullen. Jetzt leckt es natürlich genau zum richtigen Zeitpunkt. Vitus Caletta? Ja? Was wollen Sie? Ich verhafte Sie wegen illegalen Verkaufs von staatlichen Rationsmarken. Mitkommen. Einer von der Tankstelle hatte mich verpfiffen. Sie haben Mama so lange zugesetzt, bis sie verraten hat, wo ich bin. Aber sie wussten nicht, für wen ich arbeite, und ich hielt die Klappe. Hm. Henry besorgte mir über Don Clementi einen Anwalt. Ich saß schwer in der Scheiße. Obwohl, wenn die Bullen wirklich über mich Bescheid gewusst hätten, wäre es noch schlimmer gewesen. Als besonders schwerwiegend, angesichts der Tatsache, dass sie den Staat um Ressourcen betrogen haben, zu einer Zeit, in der unser Land sie am dringendsten benötigt. Mr. Scarletta, Sie als hochdekorierter Kriegsveteran. Der Mann war gut, aber nicht mal er konnte mich rauspauken. Der Fall war von Anfang an klar. 3 Monate später wurde das Urteil gefällt. Vittorio Antonio Scarletta. Für Ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt und dieses großartigen Landes verurteilt Sie dieses Gericht hiermit zu 10 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. Ja, 10 Jahre Knast. Ganz schön übel. Kinderschänder, hier war alles vertreten. Der Abschaum der Menschheit. Los, in einer Reihe aufstellen! Bleib genau hinter mir! Und bloß keine Dummheiten! Ja, somit beenden wir diese Folge. Zack, und wir sehen uns. Na, okay, wir lassen die Füße kurz laufen. Bewegt sich automatisch, okay. Ja, guckt euch alle an. Wir werden die gleich alle hinter diesem Gitter sehen. Oh, die 3 sind Brüder. Oder 4. Weiter. Ist das hier unter strikt unterteilt in Rassenteilung oder was ist hier los? Auf der einen Seite die Afroamerikaner, auf der anderen Seite Chinesen und da hinten sind ein paar normale weiße Leute und keine. Willst du Ärger machen, du Hurensohn? Tut mir leid, ich kann. Was ist? Du nicht sprechen unsere Sprache? Ich bring sie dir bei. Ja, was ist los? Gefällt dir das, du perverses Schwein? Los, jetzt nimm dir auf und schieb deinen Arsch wieder in die Reihe. Jetzt bald. Hey, Blödmann, ich sag's nicht zweimal. Ab in die Reihe. Du wirst das alles wieder kriegen. Glaub mir. Ich hoffe drauf. Diese Zwischensequenz bleibt mal vorbei. Nein. Stehen bleiben. Und rechts um. Da ist rechts. Sperrt die Lausche auf, ihr Arschlöcher. Mein Name ist Captain Terence Stone und das hier ist mein Gefängnis. Ihr seid hier drin gelandet, weil ihr keine Ahnung davon habt, wie man sich draußen anständig benimmt. Damit eins klar ist, euer Arsch gehört ab jetzt mir. Und ihr macht, was ich sage, oder ihr werdet es bitter bereuen. Wenn mir einer von euch dumm kommt, wird er sich wünschen, er wäre nie geboren worden. Ihr seid hier, damit euch jemand zeigt, wie man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft wird. Und das machen wir. Okay, ihr Arschlöcher. Wir nehmen euch jetzt die Handschellen ab und dann schrubbt ihr euch mal den Grind vom Leib. Und jetzt dem Gänsemarsch mir nach. So, jetzt dürfen wir aktuell auch willkommen noch nicht spielen. Willkommen beim Friseur, Ladies. Ihr werdet super geile Frisur, Alter. Leckt mich am Arsch. Hey, ich auch? Bei mir kann man nichts mehr abrasieren. Halt's Maul, Glatzkopf.
Unsere Frisur ist weg. Unsere gottähnliche Frisur. So, können wir uns endlich mal selber bewegen? Anscheinend nicht. Okay, Abmarsch. Doch, jetzt, hey, alles klar. Wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder, und zwar genau hier. Bis dahin, tschüss.